Ja, zugeben, ich habe heute leider kein Stativ gefunden. Also ich bin vollkommen out of Stativ. Und deswegen könnte es sein, dass die Aufnahmen ein bisschen wackelig sind oder schief. Ich glaube, das hier ist gerade schief, weil die Kamera improvisatorischerweise auf meine Nähmaschine steht. Naja, gut. Ja, ich wollte heute mit dem ersten Cosplay-Tutorial für Sans Cosplay anfangen. Das werden wir heute machen. Das ist nämlich das Oberteil. Auf jeden Fall ist es ein Charakter aus Game of Thrones und zwar Ilaria Sand? Sand? Keine Ahnung. Ich habe es nicht gesehen, um ehrlich zu sein. Also, Entschuldigung. Beginnen wollte ich mit der Perücke, die gerade angekommen ist. Gerade gestern. Ich glaube, ich mache den Link in die Videobeschreibung oder so. Ist das hier so eine schwarz, also so schwarz-braun? Ist fast schwarz, aber zum Glück doch, also ja, es ist so schwarz-braun eher. Weil ich auch, um ehrlich zu sein, die Haarfarbe von ihr nicht so genau definieren konnte. Auf jeden Fall hat diese Perücke hier vorne so ein Netz. Das ist eine sogenannte Lace-Wig, also Lace-Perücke. Ich hoffe, das wird Lace ausgesprochen, ich weiß es gar nicht. Und die sind jedenfalls so, dass wenn man die aufzieht, dass man keinen Ansatz sieht. Das heißt, die Perücken sehen weniger aus wie eine Perücke und das war eben ein großes Problem, weil der Charakter hier eben die Haare zurück hat. Da haben wir, die hat jetzt knapp 50 Euro gekostet und die haben dann so ein Netz vorne, da kann man, wenn man selber noch will, also wenn es sein muss, selbst noch einzelne Haarsträhnen in dieses Netz einfädeln, muss aber hier eigentlich nicht sein, San hatte sie schon auf und dann wird das Netz an der Kopfhaut vorne festgemacht mit so Hautkleber. Vorher wird es natürlich noch zurechtgeschnitten. Ja, interessant ist hier noch, die hat solche Kämme zu beiden Seiten und noch einmal unten. Das ist nochmal, damit die Perücke ein bisschen fester sitzt und nicht runterrutscht. Finde ich sehr gut. Ich dachte, ich muss sie einnähen. Muss ich aber Gott sei Dank nicht. Das finde ich sehr gut. Ja, an sich wusste ich nicht. Also diese Perücke hat hier noch Tressen. Sehr schön. Also ja, das ist mal die Perücke. Dazu wird es natürlich noch ein Tutorial geben, in dem ich dann die Frisur stylen werde. Des Weiteren habe ich folgenden Stoff. Hat ewig gedauert, bis wir was gefunden hatten, was halbwegs gepasst hat. Ich weiß gerade nicht, wie der hieß. Ich mache auf jeden Fall einen Link in die Videobeschreibung, wo wir den her haben. Das war auch, also der Stoff an sich ist relativ teuer gewesen. Gott sei Dank war der gerade reduziert, weil es Reststoff war. Das heißt, es kann gut möglich sein, dass der Link eben nicht mehr wirklich auf irgendeine Seite führt, weil der Stoff schon gar nicht mehr vorhanden ist. Ich weiß es nicht. Aber wenn dem so ist, werde ich auf jeden Fall euch noch Bescheid geben, wie dieser Stoff heißt und was für eine Farbe das war. Ganz interessant oder auch gut zu wissen ist es, dass ich generell, wenn ich für Cosplays Stoffe suche, dann gucke ich mir die Bilder an, eben von diesem Cosplay und ziehe mir das dann beispielsweise, bei mir geht das in GIMP, das ist ein kostenloses Zeichenprogramm, auch für auf dem PC halt, ziehe mir dann ein Bild darüber und dann nehme ich die Pipette, nehme ich das? Ja. Also man kann da so Farben auswählen, man klickt dann eben auf dieses Tool und da steht dann die genaue Bezeichnung von dieser Farbe, also der Name sozusagen, das sind irgendwelche Buchstaben und Zahlen und bla bla. Und das nehme ich dann und gebe es bei Google ein, da gibt es nämlich ein paar Seiten. Eine Seite, auf der dann auch der eigentliche Name von der Farbe steht. Ich glaube, ich lasse euch einfach einen Link in der Videobeschreibung da. Und mit dieser Farbe kann ich dann nach Stoff suchen, der dazu passt wirklich. Die habe ich jetzt schon geschnitten, für diesen Umhang sozusagen. Habe aber dann festgestellt, dass ich es falsch gemacht habe. Und zwar hatte ich dann noch irgendwie so Öffnungen für die Arme und ich dachte, die fallen einfach so drüber, wie so ein Cape. Nein, tun sie nicht. Deswegen gibt es dazu noch kein Tutorial, weil ich das nochmal neu machen muss. Ja, was ich aber heute mit euch machen wollte, ist eben dieses Oberteil. Also im Moment habe ich nur, also das Band hier fehlt noch. Ich habe, das ist nur angesteckt, es ist noch nicht zusammengenäht. Aber das ist im Moment das, was ich habe. Ich kann auch hier unten noch nichts machen, weil ich dann noch eine Art Leder brauche oder so. Also zusammennähen geht noch nicht, weil das eigentlich nicht so zusammengenäht wird. Und ich dieses Leder eben noch nicht gefunden habe. Dazu wird dann später ein Tutorial kommen. Ja, auf jeden Fall habe ich für, das ist ja wie so ein Bikini-Oberteil, habe ich mir auch wirklich ein Bikini geschnappt.
um in etwa mal die Form zu haben. Ja, der ist viel zu klein, aber so hatte ich in etwa die Form. Ist ja wirklich eigentlich nur so ein Dreieck. Mehr ist es wirklich nicht. Ist eigentlich eine dreieckige Form. Und unten, der ist jetzt halt etwas rund geschnitten. Ich habe den eher gerade geschnitten, weil es bei ihr auch etwas gerader ist. Ja, habe die Form einfach erstmal auf Papier aufgezeichnet und ausgeschnitten. In etwa so. Und das dann auf dem Stoff ausgeschnitten und den Stoff einfach noch genauer angepasst. Dann, wie gesagt, habe ich das einfach an der Puppe festgesteckt und nochmal mit demselben Stoff einfach Band im Nacken. Und das wird dann da dran genäht. Ich kann euch nicht sagen, wo ich diesen Stoff her habe. Den haben wir nämlich für irgendeine Theateraufführung vor 2-3 Jahren in einem Geschäft bei uns in der Nähe geholt, das zugemacht hat, glaube ich sogar, und dadurch dann die Stoffe reduziert hatte. Das ist auch nicht wirklich so ganz der Originalstoff. Also es kommt aber ziemlich nah ran. Und bevor ich mich jetzt da ewig stundenlang hinsetze und im Internet Stoffe nach irgendwelchen Gold, mit irgendwelchen goldenen Ornamenten oder so durchgucke, habe ich gerade den genommen. Wahrscheinlich noch so sein, dass ich das ist ja jetzt nur eine Lage, also einfach nur umgenäht, aber ich werde dann noch vielleicht ein Polster drunter setzen und dann einfach doppelt nähen, also 2 Lagen daraus machen. Das war's mal bis jetzt zur Einführung in das Cosplay. Ja, wenn ihr mehr sehen wollt, dann schaltet auf jeden Fall das nächste Cosplay-Tutorial ein. Ich weiß noch nicht genau, was ich da machen werde. Wahrscheinlich dieses Cape dann oder eben das Oberteil fertig machen. Ich weiß es noch nicht, werden wir dann sehen. Ja, und bis dahin, sayonara, macht's gut.